guten Morgen und willkommen zurück zu Mitten im Leben bei Die Michaela. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dass ich meinen Kanal endlich umbenannt habe. Und was ich dachte so, was ist näher liegender als mein Name? Es hieß ja immer Ela-Kanal, aber ja, dann haben manche Manuela geschrieben und so. Und dann habe ich gedacht, nennst du einfach Michaela, dann wissen alle, wie du wirklich heißt. So, deswegen die Michaela. Ich sortiere gerade hier die, seht ihr das? Das sind Kekse. Und die sind schon mal so ein bisschen angeschmolzen und deswegen sieht die Tüte so hässlich aus. Deswegen kommen die jetzt alle hier in so eine Schüssel. Dann können die Kinder zwischendurch hier Kekse knabbern. So. Weil wenn die in so einer unappetitlichen Tüte sind, dann rührt die auch irgendwie keiner an. So. Dann kann ich das wegschmeißen. Hier sind noch Oreo-Minze. Der Calvino steht total auf so After Eight und Minze. Oder wenn der ein Eis ist, dann nimmt der After Eight. Oder als Milchshake auch After Eight. Also eigentlich total untypisch, aber der steht da total drauf. Und auch die Oreo-Minze mag er sehr gerne. So, und für mich, für die Mutti, gibt es das. Das können die Kinder natürlich auch essen. Ne? Wir haben Pfirsich, Wassermelone, Apfel und Tomaten. Den Apfel schneide ich immer frisch auf, weil der wird so braun. Ja, und da habe ich richtig Bock drauf. Und für Notfall habe ich die noch. Für Übelkeit. Ja, es geht mir sehr gut heute. Also gestern ja auch schon. Wir waren ja gestern Hans im Glück. Das habt ihr ja gesehen in dem Video mit dem Totlachen, was gestern online kam. Und da ging es mir auch schon relativ gut von der Übelkeit her. Und heute auch. Das ist super. Hast du dich jetzt nackig gemacht, Calvino? Hast du dich jetzt nackig gemacht? Nein, ich habe ein Schlüpfer. Ja, alles ist im Moment ein bisschen besser. Auch die Müdigkeit ist besser. Ich habe nicht mehr so schlaflose Nächte. Und ich bin jetzt in der achten Woche, in der Mitte von der achten Woche schwanger. Und in zweieinhalb Wochen gehe ich schon zum Frauenarzt. Boah, wie die Zeit rennt, Leute. Das ist wirklich der Wahnsinn. Als ich den Termin beim Frauenarzt gemacht habe, da schien das so endlos. Heute ist der 2. Juni. Ja, also am 22. Juni gehe ich zum Frauenarzt. Also doch noch fast drei Wochen. Aber trotzdem, als ich den gemacht habe, den Termin, da waren das, glaube ich, 6 oder 7 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, aber es schien so voll weit weg. Und jetzt sind es nur noch 3 Wochen, dann sehen wir unser Baby und ob es Zwillinge sind, was ja viele von euch vermuten, weil mein Bauch so dick ist. Ja. So, ich messe den auch fleißig, der ist ein bisschen weniger geworden, tatsächlich, man glaubt es kaum. 3 Zentimeter, glaube ich, das habt ihr gestern auch in dem Video gesehen. Also einmal die Woche so messe ich das, nicht immer am selben Tag, aber ich versuche es halt immer so um den Sonntag rum. Und 3 cm weniger Bauchumfang, ich vermute, also ich habe auch ein bisschen abgenommen, dass es daran liegt, weil mir so übel war. Da habe ich halt wirklich vermehrt Früchte gegessen und so Reis mit Tomate und Gurke, aber gar nichts so, wo wirklich was hinter war. Und manchmal habe ich auch einfach mittags was gegessen noch. Und dann abends gar nichts mehr, weil ich einfach nichts mehr runtergekriegt habe. Ja, habe ich halt ein bisschen abgenommen. Schadet mir jetzt auch nicht. Und ja, Kinder sind im Pool. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Dem Bernd geht es ja auch besser mit seinem Bein. Und wir wollten ja letztens schon an der Pumpe so ein Häuschen bauen, damit, wenn jetzt Regen und Gewitter kommt, dass die Pumpe vom Pool so abgedeckt ist. Weil wir haben immer noch provisorisch die Plane da drauf. Und weil der Bernd am Fuß verletzt war und im Krankenhaus da war, Notarzt, haben wir das alles verschoben. Und dann wollte er das heute machen, weil ab morgen soll es Gewitter geben. Ja, und der kommt gleich um 1 von der Arbeit. Und so lange chillen wir hier. Ich habe jetzt den Haushalt schon gemacht, soweit alles auf Vordermann. Eine Maschine Wäsche läuft noch. Die muss ich gleich noch aufhängen. Und der Staubsauger saugt, also dieser Roboter. Und wischen, habe ich gesagt, das mache ich erst, wenn
Regen ist, also morgen oder übermorgen, weil wenn die Kinder im Pool sind, dann, ich sag denen zwar, trocknet euch vorher ab und so, aber ihr kennt das wahrscheinlich selber, dann ist immer in der Küche, so wo die gerade reinkommen über den Balkon, alles so Fußabdrücke und so, und vom Hund auch, und deswegen habe ich gesagt, es lohnt sich noch nicht, das läuft nicht weg. Wie süß du Melone frisst. Knabber die mal ab. Hier. Oh, jetzt ist er abgelenkt. Etti. Jetzt will er gucken, was du in Kompost geschmissen hast. Als ob du da Leberwurst reingeschmissen hast oder so. Die ist bestimmt leckerer. Ja, die ganzen mega überreifen Bananen habe ich heute Morgen da reingeschmissen. Ne, willst du nicht mehr? Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann hier für die Ameisen. Da, die haben von gestern noch Honigmelone. Da haben sie jetzt noch Wassermelone. Jeden anderen Hund würde das gar nicht interessieren. Ich habe mal ein Video gesehen. Da haben welche ein Zimmer ausgemistet und haben alles, was im Regal war, auf den Boden gestellt. Und die Hunde haben daneben gelegen und geschlafen. Das wäre mit Smurfy gar nicht möglich. Da wird alles... Erzähl den Freunden. Was? Der wird alles fetzen und wenigstens einmal probieren und anknabbern. Dass das noch länger übersteht? Ja. Und vorne. Ja. Und wird das dann so stellen, dass das halt nach da zeigt, weil der Regen immer von hinten kommt? Ja. Hab ich überlegt. Ja. Und welche Seite bleibt dann auf? Vorne. Aber ich würde das vorne machen, also nicht, wenn das Wasser jetzt hier runterläuft, nicht, dass hier vorne ist und aufbleibt. Weißt du, wie ich meine? Also mal hinten offen lassen. Ja, oder die Seite dann, ist ja egal. Nee, das müssen wir halt so stellen. Oder wir stellen das kurze Seite nach vorne und machen dann hinten offen. Ja, das ist egal. Nur, weißt du, wie ich meine, wenn das Wasser dann alles hier runter plätschert, ja, und auf ist, dann ist ja auch doof. Smurfy, hör mal auf damit. Oh Gott, das gefällt ihm nicht, dass das Loch wieder, ja, zu ist. Dann würde ich dazu zumachen, dann muss ich mal in den Baumarkt fahren. Ja. Weil da brauche ich auch gar nicht so viel machen. Reicht die Tischdecke dafür? Ja. Jetzt ist die Frage... Ist die 3 Meter mal 3 Meter? Nein, die ist nicht 3 Meter mal. Willst du das komplett damit voll machen? Oder nur oben? Aber dann regnet es an der Seite durch. Ich will das komplett abdichten. Ja, dann reicht die nicht. Dann hole ich noch eine zweite dafür, eine Euro. Ja, aber jetzt frage ich, warum ist das schräg gesägt? Ja, weil ich gedacht habe, Moment, dass das vom Winkel her passt. Okay. Soll ich das anpassen, oder? Ne, ist doch egal. Einfach nach Augenmaß, und das Euro war schief. Ja, ist nicht schlimm. Schief ist modern. Für uns, Hauptsache, es erfüllt den Zweck bei uns. Muss ja nicht. Ja, dann würde ich jetzt drüber machen, die Seiten. Dann würde ich 1,50 Meter lange Balken kaufen. Ja. Oder was immer. Was wolltest du, Calvino? Wann kommen wir zum Hacken? Weiß ich nicht, da müssen wir mal gucken. Vielleicht schläft er auch, der andere Hund. Es gibt wieder einen Snack für die Mutti. Und zwar hatte ich einen Tag, letztens, da hatte ich nicht gebloggt, glaube ich, einen Reissalat gemacht mit Linsen, roten Zwiebeln, Knoblauch und Kräuter. Und hier sind nochmal extra Dill, ganz viel, und Tomaten. Und das mische ich jetzt und dann lasse ich es mir schmecken. Achso, da sind auch Peperoni drin. So mild, scharf. Also eigentlich sind die mild, aber irgendwie sind die total scharf diesmal. Das Murphy sagt, das ist jetzt seine Hundehütte, was du da baust. So. Okidoki. Ich mache mir gerade hier was zu essen. Es gibt einfach wieder Miracoli für zwischendurch. Ich habe irgendwie wieder nichts gemacht den ganzen Tag.
Also nachdem ich mit euch gesprochen habe, heute Morgen war ich ja noch relativ fleißig. Aber ansonsten habe ich dann halt wieder ja, gesessen und so. Bernd auch. Also er hat auch diese Hütte da weitergebaut. Aber er muss heute Abend noch im Baumarkt noch ein paar Sachen holen, Holz und so. Und eine Zeitschaltuhr für die Wasserpumpe und ein Kabel, so ein wasserdichtes Kabel. Oder gibt es auch halt für draußen so ein Kabel, was man liegen lassen kann und so. Und dann macht er morgen weiter mit dieser Pumpkiste, damit die Wasser, also Regen, im Regen draußen stehen bleiben kann, die Pumpe. Dann waren wir gerade mit dem Hund spazieren. Ja, und jetzt habe ich mega Hunger. Ich schaffe es nicht mehr bis zum Abendbrot zu überbrücken mit Warten. Die Murmel verlangt nach Food. Dann gibt es jetzt Miracoli, das geht schnell. Also das ist nicht Miracoli. Das ist hier die von Aldi. Dieses Nudeln mit Tomatensoße. Ja. Ansonsten, Übelkeit ist okay, alles gut, aber jetzt habe ich was anderes. Wie sollte es anders sein? Ich habe so das Gefühl, als ob an meinen Armen und an meinen Beinen Blei dran ist. Die sind so schwer und ich habe so wie so nicht Kurzatmigkeit, aber ich bin halt voll schnell außer Puste. So. Ich laufe die Treppen vom Balkon hoch und dann ist so, ich habe, das ist ja wegen diesem Blut, weil man jetzt halt 1 Liter mehr Blut oder so im Körper hat. Ja, nur am Jammern, die Michaela. Dabei finde ich das alles so faszinierend, was der Körper mit uns macht, wenn wir schwanger sind. Das ist so unfassbar. Unfassbar ist es einfach. Ich werde jetzt so langsam richtig nervös, das Würmchen auf dem Ultraschallbild zu sehen. Ja, ob alles in Ordnung ist und so. Aber andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche oder diese Woche zum Frauenarzt gehen würde und da ist jetzt nicht alles in Ordnung, warum auch immer, dann ändert das ja auch nichts. Wisst ihr, wie ich das meine? Der kann ja nichts ändern, der Frauenarzt. Wenn man jetzt so zum Beispiel nicht das Herz schlagen sehen würde, dann würde ich mir voll die Sorgen machen, obwohl vielleicht doch alles in Ordnung ist. Weil sich das irgendwie versteckt oder so. Deswegen warte ich noch. Aber so langsam fällt es mir auch echt schwer. Aber ich denke mal, solange keine Blutung da ist und so, ist doch alles gut. Ja, drückt mir die Däumchen, dass alles gut geht diesmal. Heute bin ich 7 plus 3. 8. Woche. Kleine Himbeere. So, die Nudeln jetzt hier fertig. Ich hab Hunger. Wollen wir den Wurftest machen? Ist doch so gegen die Wand, ne? Oh, so weit habe ich mich mal geschleudert. Warte. Oh ja. Nee, bleibt nicht kleben. Muss noch ein halbes Minütchen. Ich war jetzt schon mal duschen. Der Bernd ist eben einkaufen und im Baumarkt. Wir brauchen noch so für die Pumpe, für das Häuschen da so Sachen. Eine Zeitschaltuhr, dass die halt automatisch dann an- und ausgeht, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und so. Und ja, der macht halt ein paar Erledigungen, bringt Leergut weg und so und geht einkaufen. Ich habe schon das Bett gemacht, dass wir uns gleich hinlegen können. Was ist jetzt schon 7:30, also bis Bernd wiederkommt. Dann gehen wir noch eine Runde mit dem Hund und so und dann ist vorbei. Und ich wollte euch was zeigen. Ich war jetzt halt duschen und ich habe meine Lidl-Hose an. Die ist so eine Leggings. So ist die. Die hat 3 Euro gekostet. Und mir ist was... Also ich habe mir was überlegt, was eventuell ja sein könnte. Und ich wollte fragen, ob ihr Erfahrungen damit habt. Nämlich, ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht schon viel weiter bin als 8. Woche. Weil man hört ja immer wieder davon, dass man trotz Schwangerschaft seine Tage weiterkriegt. Oder einige Frauen kriegen die weiter.
Ja, und ich hatte ja halt meine Periode, aber es hätte ja sein können, dass ich trotzdem schwanger war, weil der Bauch halt schon so enorm ist für 8 Wochen. Und ich erschrecke mich manchmal echt selber. So, und jetzt ist der halt so eingepackt, so wie flach gedrückt quasi. Aber wenn ich so runter gucke und so, der ist echt enorm. Also ob ich nicht vielleicht schon die 11. Woche bin oder 15. oder 19. Je nachdem. Wer weiß. Und jetzt habe ich das Bernd erzählt, also gerade habe ich das Bernd erzählt. Und hat er gesagt, ja, sollen wir dann halt morgen zum Arzt gehen, um nachgucken zu lassen. Aber ich weiß nicht, weil wenn es jetzt doch erst die 8. Woche ist, also 7+3, und das Herzchen zum Beispiel morgen noch nicht zu sehen ist, dann bin ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, scheiße, warum bist du zum Arzt gegangen? Smurfy, guckt ihn euch an. Er wollte nicht auf den Tisch, also schon, er wollte auf den Tisch, aber er legt sich gerne in den Wäschekörper rein. Smurfy, komm runter. Komm runter, Baby. Muss das sein? Ich kann dich nicht heben. Schatzi, du bist so müde. Und so dreckig. Komm mal jetzt aus der sauberen Wäsche raus. Komm, ab, runter. Das ist, die kann man echt nicht böse sein. Ich kann dich nicht heben. Ich kann dich in den Arm nehmen. Nee, nicht Gesicht lecken. Geh runter. Ab, du bist fein. Geh ab. Geh aufs Sofa. Das reicht doch, wenn ich schon alle 3 Tage das Bett beziehe wegen dir. Weil du da dein... Runter jetzt. Ab. Weil du dann alles Dreck da... aufs Sofa schmierst. Ja, jedenfalls bin ich jetzt zwiegespalten. Soll ich zum Arzt gehen, soll ich nicht zum Arzt gehen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damit Erfahrung habt, so Periode gehabt und trotzdem schwanger gewesen, bitte. Ach, ich weiß auch nicht. Ich trinke gerade mein Calcium, meine Brausetablette. Jetzt mache ich mir noch meine Nägel frisch und dann haue ich mich aufs Sofa, bis der Bernd kommt. Und ja, ich würde den Vlog jetzt wieder hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen, wie immer, und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!